Drehmoment. Das hatte ich jetzt nicht so direkt beim Hebelgesetz und so weiter mit eingeordnet, mache ich aber noch. Drehmoment berechnen. Ganz zu Anfang mal. Stellt euch mal vor, ihr habt in der Schule irgendwie einen Besenstiel oder irgendwas, einen Stock oder sonst was. Ihr fasst da beide an, also zu zweit, und der eine verdreht den in die Richtung und der andere spürt das auf der anderen Richtung. Das ist. So kann man das Drehmoment erspüren. Also da merkt man richtig, was Drehmoment bedeutet. Momentum steckt eigentlich dahinter. Das heißt die innewohnende Kraft. Und hier sieht man gar nicht so richtig, wo ist denn die Kraft hier? Ne? Viele Finger und der Daumen und alles dreht. Aber da merkt man, was Drehmoment bedeutet. Noch schlimmer wird's, wenn einer den Besenstiel dann senkrecht hochhält und der andere hier in aller Ruhe, so ein bisschen dran zieht. Hier an diesem Besenstiel. Ich habe das so mit dem grünen Pfeil angedeutet. Dann merkt der unten, wie seine Hand verdreht wird. Das ist das Tasten, das Erspüren des Drehmomentes. Für die Praxis und das meiste reicht uns jetzt diese Erklärung erstmal aus. Noch was, hier steht F wie Force, Kraft, und L wie Länge. Länge eines Hebels. Ah, jetzt Hebelgesetz, ne? Manchmal findet ihr auch A wie Abstand. Jetzt gucken wir uns das Beispiel mal an. Wir haben einen Schraubenschlüssel, einen riesigen Schraubenschlüssel, und wir haben auch riesige Muttern. Mit einem riesigen Schraubenschlüssel mit langer Hebellänge kann man ein hohes Drehmoment erzeugen. Nicht so mit einem kleinen. Auch hier wieder der Abstand bzw. die Länge. Immer ausgehend vom echten Drehpunkt, der ist genau hier in der Mitte, bis dahin, wo die Kraft insgesamt angreift. Ich habe jetzt die Handkraft mal in einem Punkt vereinigt. Die wirkt. Und jetzt kommen wir noch zu was anderem. Die wirkt, und das mache ich mal in lila, senkrecht zum Abstand, zum Hebel. Den Abstand kann ich auch hier reinlegen. Senkrecht, ganz wichtig. Gut, mal schnell zur Berechnung. Die Formel heißt, das Momentum, Drehmoment, wir kürzen es ab, M ist F mal L. Ihr findet auch M ist F mal A. Ihr findet auch Vektorenpfeile darüber. Lassen wir jetzt alles für die reine Berechnung, mag uns das mal genügen. Wir rechnen erstmal vorwärts. Vorwärts meine ich, es ist eine bestimmte Kraft gegeben und es ist eine bestimmte Länge gegeben eines Hebels und ich möchte das echte Momentum haben. Dann schreibe ich mir die Formel aus der Formelsammlung ab. M ist F mal L. Setze ein, was ich schon weiß. M weiß ich noch nicht. Schreibe ich M. Ist gleich, schreibe ich ab. F. Aha, dafür setze ich 80 Newton. Das Mal hier, dieses, schreibe ich ab. Und für L schreibe ich 0,5 Meter. Keine Angst vor solchen Kommazahlen. Kann ich ja hier nochmal, Leute, guckt mal ab und zu hier oben drauf, fahrt mit der Maus rein. Da seht ihr dann, dass ich hier noch nützliche Links zu irgendwelchen anderen Videos, die ich ja schon in meinem Unterricht gemacht habe. Und zwar direkt an die Stelle, sodass ihr nicht suchen müsst, dass ihr die dann findet. Zurück hierzu. Also wenn ihr jetzt hier geguckt habt und gesagt, ah, so funktioniert die Komma-Rechnung und so weiter, ne, kann ich hier einen Link anfügen, dann hält das Video ja an und jetzt kommen wir hier wieder her. Bis hierher bin ich gekommen, ich schreibe die nächste Zeile, M ist gleich. Und jetzt sage ich, 80 mal 0,5, das geht so. Ich lasse erstmal Komma und 0 weg und sage, 8 mal 5 ist 40. Und jetzt sage ich noch, warte mal, Moment mal, aber eine Kommastelle muss ich zufügen. Aha. 8 mal 5 ist 40. Und hier die 0 muss ich dranhängen. Ne? Eine Kommastelle einfügen. Hier ist eine, hier ist keine. Dann habe ich das Komma richtig gesetzt. Und wir wissen ja auch, die Hälfte von 80 ist betragsmäßig 40. Und dann schreibe ich die Einheiten in aller Ruhe dahinter. Und dann habe ich eigentlich schon das Drehmoment ausgerechnet. 40 Newtonmeter ist ganz schön viel. Anderes Beispiel, wir kommen nochmal zurück zu unserer Mutter hier, die festgezogen werden soll. Ein Kfz-Mechaniker-Lehrling steht in der Werkstatt und sagt, Meister, ich soll die Radmuttern festziehen. Mit wie viel Drehmoment? Dann sagt der Meister, mit 75 Newtonmetern. Okay. Oh, denkt sich der Lehrling, 75 Newtonmeter und ich habe nur so einen kleinen Schlüssel, also nicht so einen großen wie eben gezeigt, sondern nur so 25 cm lang. Einheiten umwandeln, wie das geht. Ne, hier noch mal gucken. 25 cm lang. Na, ob ich das schaffe, ob ich da genug Kraft aufbringe. Naja, er sagt erstmal, okay, ich schreibe erstmal die Formel hier ab. Und dann, wenn ich sie abgeschrieben habe, setze ich ein. M kenne ich schon. Also schreibe ich 75 Newtonmeter
ist gleich, ja, f weiß ich noch nicht, f will ich ja ermitteln, mal abgeschrieben, dieses Mal und 0,25 Meter. Gleichungen umstellen, wie man das macht. Hier nochmal im Link gucken. Mich stört mal 0,25 Meter, also sage ich durch 0,25 Meter. Und er schreibt in aller Ruhe hin, 75 Newtonmeter geteilt durch 0,25 Meter ist gleich F. F steht alleine. Jetzt sagt er, okay, hier kann ich auch schon mal ganz schick die Meter rauskürzen. Aha, ich werde also Newton übrig behalten. Oh, was mache ich denn hiermit? Und jetzt gibt es einen Trick. Ich mache das mal wieder in lila. Trick. Wenn ich das hier, diese 0,25 mal 100 nehme, dann verschwindet mein Komma. Aber Achtung, das ist eine Art Erweitern. Dann muss ich das hier oben natürlich auch machen. Ich habe jetzt betragsmäßig nichts geändert. 100 durch 100 ist wieder 1. Ne? Ich habe der ganzen Sache nichts angetan. Wie man erweitert, nochmal hier gucken. So, dann schreibt er sich die ganze Sache jetzt, schreibe ich es mal in lila sauber ab. Jetzt steht hier 75 und die zwei Nullen reingehängt und hier unten steht nur noch 25 und Newton bleibt ja. Ist gleich F. Jo, und jetzt kürzt er. Jetzt kürze ich wieder in grün, weil es so schön ist. Die beiden, die gehen, also die 75 und die 25, die gehen beide durch 25, ist 1, ist 3. Und die beiden Nullen nicht vergessen. 300 Newton muss ich aufwenden. Ach du liebe Zeit. Ich schreibe mal das Ergebnis hin. 300 Newton ist gleich F. 300 Newton entspricht 30 Kilogramm Masse. 30 Kilogramm Masse bringen ungefähr eine Gewichtskraft von 300 Newton. Nochmal hier gucken, wie das zusammenhängt. Und Mensch, ob ich das schaffe mit einem Arm bei so einem kurzen Hebel? Was macht er? Er möchte ja das gleiche Drehmoment haben. Er nimmt einfach einen längeren Hebel oder eine Verlängerung und macht den Schlüssel länger. Nebenbei, Radmuttern werden angezogen mit ziemlich langen Hebeln und da ist sogar ein Drehmoment, Erkenner dabei. Der macht dann Knick, wenn es zu viel ist. Das kann man einstellen. Aber das bloß nebenbei. Gut, ich denke mal, das zum Thema Drehmoment müsste geholfen haben. Ach ja, noch eine kleine Bemerkung. Ich sagte ja immer um den Drehpunkt. Leute, auch beim Hebelgesetz ist es so, wenn ich hier so einen zweiseitigen Hebel habe zum Beispiel und ich habe hier meinen Drehpunkt und ich habe hier eine Kraft, die angreift, dann gilt genauso, es wird ein Drehmoment hier erzeugt in diesem Punkt. Denn ich habe hier einen Abstand, hier habe ich eine Kraft. Und was macht die Wippe oder dieser zweiseitige Hebel? Er dreht sich um diesen Punkt herum. Und das gibt es überall, ihr werdet es überall erkennen. Das heißt also, das Hebelgesetz ist nichts weiteres als ein Drehmomentenvergleich. Denn hier sage ich ja, F mal L, sage ich hier 1, meinetwegen das sei der erste, und hier drüben habe ich eine andere Kraft, F2 und einen anderen Abstand, L2, die beiden müssen jetzt nicht übereinstimmen. Dann sage ich doch, F2 mal L2 ist genauso wie F1 mal L1. Da aber, Achtung, nochmal hochgucken, M F mal L ist, könnte ich auch sagen, das ist M2 und das ist M1. Ich vergleiche also Drehmomente. Nichts anderes ist das auch. Na, dann habe ich hoffentlich den fehlenden Part noch dazu getan, damit die ganze Sache im Hebelgesetz auch noch ein bisschen runder wird. Das war Drehmoment. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Die meisten haben es verstanden bis jetzt. Na denn, ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen. Tschüss.